Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. Ja, in der letzten Folge haben wir eine Menge Waffen gefunden. Und ja, das heißt alle eigentlich. Und ja, es ist mal wieder ein paar Tage her, dass ich nicht aufgenommen habe. Das tut mir natürlich leid, aber ich habe zurzeit irgendwie nicht so die Zeit, jeden Tag aufzunehmen, wie sonst eigentlich immer. Deshalb muss ich das dann halt immer alle 2 Tage machen. Aber ich glaube, damit kann man gut leben. Ja, ich denke wohl schon. Naja, schauen wir mal. So. Oh. Oh, noch einer. Eieiei. Boah, ist das fies, Leute. Okay, er hat nichts verloren. Er hat auch nichts verloren. Dann würde ich mal sagen. Ab hoch da. Ja, erstmal dagegen knallen. Alles super. Los hoch. Ja. Und dein Gestöhne muss mal wieder kommen. Wie sollte es auch anders sein? Immer dieses Gestöhne von dir, Lara. Also ehrlich, machst du das gern? Anscheinend schon. Ja, alles gut. Wir sind gleich oben. Yay, oben. Wunderschöne Aussicht. Huhuhuhu. Wunderschöne Aussicht. Und da ist ein Typ mit einer Waffe. Ja, ganz geil. Ich möchte bloß nichts hier verpassen. Okay, ja. Weil die braunen Schlüssel oder die rostigen Schlüssel sind immer so gut getarnt. Auf jeden Fall. So, jetzt gehe ich erstmal hier hin. Ob da vielleicht irgendetwas liegt. Okay. Es sieht schlecht aus. Ja, auf jeden Fall. Nö, einfach nichts. Boah, Leute, es ist mega still, ne? Kein Vögelgezwitscher. Es fehlt irgendwie. Ja, ganz ehrlich. Hä? Hallo, wie unfair ist das denn bitte? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich, das ist doch fies, ey. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Was haben wir denn hier Schönes in der Ecke? Ach, da geht's wieder zurück. Ah ja, gut zu wissen, aber ja, was muss ich jetzt hier machen? Ich bin ein bisschen überfragt. Ach so, ja, stimmt, da ist ja ein Hebel. Ein Hebel, ein Hebel, ein Hebel und das Wasser. Na komm schon, was öffnet sich? Aha. Aha, so. Wo habe ich das Boot gelassen? Das war hier irgendwo, oder? Ja, genau da. Ja, dann würde ich mal sagen, ein eleganter Kopfsprung ins Wasser. Bams, Alter. Hahaha. Man kann unter das Haus schwimmen. Nice. Na, ob das mir was bringt, ich weiß es ja nicht. Natürlich, jetzt komme ich hier irgendwie nicht vorbei. Muss das halt so machen. Hä? Was soll die Scheiße? Ist das dein Ernst, Lara? Also wirklich. Ja. Ach so, die kommt doch hier vorbei. Na dann. Muss ich jetzt hin? Ich schätze mal hier, oder? Also vermute ich jetzt einfach mal. Ja, sehr gut. Hallo? Okay, ich höre jemanden laufen. Und wir müssen durch diese Tür. Wie auch immer die aufgeht. Wie auch immer die aufgeht. So. Oh Gott, ne. Tja, da
Alter, schreit der Hammer. Oh Gott, das ist ja noch einer. Okay, er sieht mich jetzt nicht direkt. Ich möchte mal ganz kurz hier gucken, ob hier irgendetwas ist. Ja, ich hätte das vermutlich jetzt mit dem Boot machen sollen. Ja. Irgendwie schon. Wow. Es sind mal krass viele Wege hier. Okay. Leute, nee, ich fahr zurück. Genau, ich fahr zurück. Ich schwimme zurück. Oh Gott, da geht's ja auch noch weiter. Eieiei. Leute, so viele Wege. Da weiß man ja gar nicht. Oh Gott, das ist ja auch noch eine Tür. Ja. Das kann was werden mit dem Level hier. So. Kümmern wir uns erstmal um dich. Ja. Er hat Uzimoni verloren. Aha. Aha. Ja, okay, aber... War das jetzt... Ach so, das ist ein Schalter. Ich wollte schon sagen. Also ein kleiner Hebel. Okay. Okay. So, war's das denn? Ich glaube schon, oder? Oder liegt da in der Ecke was? Liegt da irgendetwas? Nö. Irgendwie nicht. Ne. Okay. Alles klärchen, Popärchen. Dann ab aufs Boot. Ja, von da kamen wir. So, wo muss ich jetzt lang? Ich weiß, dass hier eins war. Ja. Hallo? Okay. Ach, jetzt geht's wieder nach oben. Und das Vogelgezwitscher. Gezwitscher ist da. Juhu. Ach ja. Und zur Feier des Tages wird gespeichert. Und jetzt geht's stöhnenderweise wieder nach oben. Ja, ganz klar. Glasklar. Ja. Also hier gibt's echt viele Wege in dem Level. Ich habe natürlich vergessen, wie das Level jetzt heißt. Wir sind übrigens auch am zweiten Level. Und wunderschöner blauer Himmel. Ah, schön. Oh, wie toll. Oh. Wir sind auf den Dächern von Italien. Das freut mich natürlich. Ach ja. Mit Lara war ich schon überall auf der Welt. Naja, fast überall. Aber im echten Leben war ich noch nicht so oft weg. Naja, ich genieße das halt mit der Lara hier immer, ne? Und das Vogelgezwitscher ist jetzt leider wieder weg. Das ist schade. Ich finde das so ein bisschen zu still. Ah, jetzt ist es wieder da. Vöglein, ihr dürft nicht verschwinden. Nein. Alles klar, da muss ich hin. Da muss ich hin. Aber wie komme ich da hin? Uhu. Ach so, auf der anderen Seite, da waren wir ja. Aha. Ja, ich habe nur Angst, wenn ich... Ich habe nur Angst, dass die dann runterrutscht irgendwie. Wow, überall Hebel, Leute. Mega viele Hebel, ey. Okay, das ist keine Rutschparty. Aber hier das Dach, das ist zu rutschig. Zu schräg, meinte ich. Naja, vielleicht auch rutschig. Man weiß ja nie, warum die Lara immer runterrutscht. Ob man da drauf kann? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ooh, ulala.
So, was wäre jetzt am klügsten? Ins Wasser oder? Nee, ich will nicht ins Wasser. Okay, vielleicht geht das schneller, aber ich habe Angst, dass ich irgendwo falsch lande. Dann mache ich das lieber so. Lieber so, so, so. Hui. Ja, das ist doch besser. Das ist viel sicherer. Dün, 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 runterfallen, runterfallen. Hi. Gut, gut. Okay, jetzt muss ich gucken, wo das war. Wo geht's denn hier hin? Aha. So viele Wege. Und es ist eine Sackgasse. Komischerweise kannst du hier noch drehen. Aha. Ja. Wo hast du deinen Führerschein da? Aha. Oh, super. Ja, nu. So, hier durch oder wie? Okay. Ah. Oh wow, wir haben das Level geschafft. Das ist ja mega geil. Ach cool. Ja, cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell ging. Naja, was heißt schnell, ne? Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Huch, was war das denn? Wir sind immer noch in Venedig. Aha, wir sind immer noch in Venedig. Und wie heißt das Level? Golden Gate. Goldenes Tor. Aha. Wir sind jetzt im dritten Level. Wir haben noch 10 Level hinter uns. Aber ich hoffe, dass die nicht alle in Venedig spielen. Ich hoffe, dass da auch andere Levels kommen. Wäre cool. So, ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Ja, natürlich, es gibt mal wieder viele Wege. Naja, diesmal jetzt nicht übertrieben. Oh, da kann man hin. Naja, wie gesagt, diesmal nicht übertrieben. Na toll. Ich höre mal wieder einen Typen, der Absatzschuhe anhat. Oh, ja. Hilfe. Help me, please. Help me. So, wo geht's denn hier lang? Das würde ich ja gerne wissen. Oh nein. Eieiei. Aha. Oh Mann, die erschrecken mich immer irgendwie. Hello. Was geht denn hier ab? Stühle? Überall Stühle? Was? Kann ich da nicht durch? Was? Ich kann da nicht durch. Ich will da aber durch. Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Aha. Aha. So ist das also. Naja, der Raum sieht auf jeden Fall aus, als würde man da eine Versammlung einberufen. Und ich höre den Typen, er kommt immer näher, habe ich das Gefühl. Der mit seinen Absatzschuhen, ey. Läuft bei dir. Ich höre immer noch jemanden. Eieiei. Naja. Keine Ahnung, der wird wahrscheinlich irgendwo oben da sein. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal für diese Folge. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber ja. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit. Aber ja, ich wollte trotzdem was aufnehmen und ja.
Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall im nächsten Level angekommen. Das freut mich. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.